Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Product Review Video. Und zwar geht es wieder mal um eine Software von Wondershare, nämlich Dr. Phone. Dr. Phone hilft euch dabei, eure Probleme mit eurem Smartphone zu beheben. Und da sind wirklich einige coole Sachen dabei, die ich so nicht dachte, dass sie möglich wären. Das Ganze, ich muss natürlich noch anmerken, ich bin mal wieder bezahlt worden für diesen Product Test. Das heißt, er ist vielleicht nicht ganz so objektiv, wie man vielleicht denken würde. Aber trotzdem finde ich die Software wirklich durchaus beeindruckend. Nur leider gibt es nicht für Linux. Für Windows und für Mac gibt es das Ganze natürlich. Und ja, wir haben hier einen Haufen Tools zur Verfügung, die ich euch gerne auch mal kurz vorstellen möchte. Also wir werden natürlich nicht alle durchsprechen jetzt hier. Das würde unglaublich lange dauern, weil es einfach viele Tools sind. Aber wir werden das Ganze trotzdem mal kurz uns angucken. Und zwar die Handys oder die Betriebssysteme von Handys, die unterstützt werden, sind Android und iOS, also so ziemlich die zwei gängigsten. Ihr könnt eure Daten wiederherstellen, ihr könnt Daten übertragen, ihr könnt eure Betriebssysteme oder besser gesagt euer iOS reparieren. Da ist allerdings das System damit gemeint, also nicht die Daten. Das heißt, wenn euer System irgendwie kaputt ist, könnt ihr das auch reparieren lassen. Ihr könnt Daten löschen mit Privatschutz, Privatsphärenschutz, Entschuldigung. Und was ich besonders beeindruckend fand, ist, ihr könnt hier euer Mobilgerät entsperren. Das heißt, dieser Lock, der vorne dran ist, also zum Beispiel, wenn man irgendein Muster eingeben muss oder sowas, das lässt sich tatsächlich entfernen. Und das fand ich sehr beeindruckend, dass das einfach so geht. Das geht allerdings, soweit ich weiß, nur bei Android. Aber ja, hier steht jetzt tatsächlich, dass es bei beiden geht. Also ich finde es umso beeindruckender. Allerdings muss man da gleich noch was anmerken, werden wir aber gleich noch sehen. So, Root funktioniert auch wunderbar. Das bedeutet, wir kriegen Root-Zugriff auf unser Android-Gerät, was bedeutet, wir können jetzt alle Entwicklerfunktionen sozusagen nutzen. Ist ein bisschen umständlich, wenn man das von Hand macht. Mit der Software geht es quasi 1:1 sofort. Und ja, das fand ich ziemlich geil. Auch natürlich hier die Backup-Geschichte wieder mal. Das heißt, dass wir einfach auf einen Klick ein Backup erstellen können, das ist schon sehr viel wert. Ich sage es immer wieder, Backups sind sehr gut und sehr wichtig, denn wenn man mal keine hat, dann ist man sehr aufgeschmissen, wenn man plötzlich irgendwas machen möchte. So, ich habe die ganze Software tatsächlich auch gratis zur Verfügung bekommen. Das heißt, ja, ich kann euch das Ganze einfach mal vorstellen und es sieht folgendermaßen aus. Ihr könnt hier einfach auswählen, was ihr gerne haben wollt, also zum Beispiel wiederherstellen, übertragen oder reparieren. Und ja, ihr müsst tatsächlich hier nicht jeden einzelnen Part sozusagen kaufen, sondern es reicht aus, wenn ihr den Teil kauft, der euch wirklich auch interessiert und auch den Teil nur runterladet. Das heißt, ihr habt weniger Probleme mit eurer Festplatte und weniger Probleme mit eurem Geldbeutel, was beides zwei Genossen sind, die mir persönlich immer wieder, naja, egal. Auf jeden Fall kann man da sozusagen sagen, ich hätte ganz gerne die Reparieren-Funktion für mein iOS, also runterladen. Oder ich will zum Beispiel mein Handy entsperren, also runterladen, habe ich schon gemacht, aber gut. Und das ist natürlich super cool, dass man nicht alles auf einmal bekommt. Ich möchte euch jetzt einfach mal kurz hier die Übertragen-Funktion vorstellen. Die anderen dürft ihr selber ausprobieren. Ihr könnt das Ganze natürlich auch kostenlos testen. Und ja, jetzt geht es natürlich erstmal darum, das Handy zu verbinden. Das heißt, ich werde jetzt hier mal mein Handy anschließen und meine Kopfhörer dabei runterschmeißen. So. Gut, wenn das der kaputte USB ist, natürlich ist es der kaputte. Und ja, dann habt ihr sozusagen die Möglichkeit hier, eure ganzen Dateien zu übertragen, so wie ihr das Ganze wollt. Allerdings ist eine Sache wichtig zu beachten, und zwar müsst ihr immer den sogenannten Developer-Zugriff oder besser gesagt den Developing-Modus oder Debugging-Modus anhaben dafür. Das bedeutet, es funktioniert nicht einfach so, sondern ihr müsst natürlich vorher das Gerät schon mal verbunden haben. Das heißt, ihr könnt nicht jedes Telefon zum Beispiel hier die Entsperren-Funktion verwenden. Das funktioniert nicht und das hat auch seinen Grund, denn ja, wenn es einfach mit jedem Gerät funktionieren würde, wäre das natürlich absolut blöd, denn dann wäre es keine Sicherheitsfunktion mehr. Das heißt aber, wenn ihr das Gerät einmal dran hattet und ihr vergesst vielleicht, also ihr habt den Debugging-Modus dann angeschalten, dann könnt ihr auch, wenn ihr es irgendwie vergessen habt, mal euren Bildschirm entsperren lassen. Und ja, sehr praktisch vor allem, also ihr seht, jetzt hat gerade mein Handy im Hintergrund geladen. Das war tatsächlich ein Issue mit meinem PC, beziehungsweise mit meinem Handy. Habe ich öfters mal, dass die USBs nicht mehr ganz so tun, wie sie sollten. Aber ja, Debugging muss dann, oder USB-Debugging muss dann natürlich aktiviert sein. Dann habt ihr alle Funktionen zur Verfügung. Ihr könnt ja also irgendwelche Geräte, Medien von iTunes oder auf iTunes übertragen, je nachdem in welche Richtung. Ihr könnt Fotos übertragen, ihr könnt generell alles übertragen. Hier zum Beispiel auch mit dem Explorer. Ihr könnt hier auch auf irgendwelche Ordner zugreifen, die sonst vielleicht nicht so offensichtlich sind, dass man die überhaupt hat. Aber ja, ziemlich coole Sache. Und ich glaube, ihr habt da viel zu spielen auch damit, mit vor allem dieser Entsperren-Funktion, denke ich mal, oder mit dem Root-Zugriff. Den fand ich auch sehr cool. Habe ich jetzt hier allerdings noch gar nicht runtergeladen. Das war auf dem anderen System von mir. Okay.
Cool. Und ja, das war es eigentlich auch schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.